Man schrieb das Jahr 1897. Da bewegte die kleine Virginia aus Manhattan ein großes Problem. Und sie wandte sich an die Tageszeitung New York Sun, um die Wahrheit zu erfahren. Der Briefwechsel zwischen ihr und Francis P. Church wurde so berühmt, dass er über ein halbes Jahrhundert bis zur Einstellung des Blattes 1950 alle Jahre wieder zur Weihnachtszeit auf der Titelseite abgedruckt wurde. Hier nun die Zeilen von Virginia O'Hanlon. Werter Redakteur, ich bin 8 Jahre alt. Einige meiner kleinen Freunde sagen, es gibt keinen Weihnachtsmann. Papa sagt, was in der Sun steht, ist immer wahr. Bitte sagen Sie mir die Wahrheit. Gibt es einen Weihnachtsmann? Diese Frage war Francis P. Church so wichtig, dass er diesen Brief persönlich beantwortete. Liebe Virginia, deine kleinen Freunde haben nicht recht. Sie glauben nur, was sie sehen. Sie glauben, dass es nicht geben kann, was sie mit ihrem kleinen Geist nicht erfassen können. Aller Menschen Geist ist klein, Virginia. Ob er nun einem Erwachsenen oder einem Kind gehört, im Weltall verliert er sich wie ein winziges Insekt. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Es gibt ihn so gewiss wie die Liebe und die Großherzigkeit und die Treue. Und du weißt ja, dass es das alles gibt. Und deshalb kann unser Leben schön und heiter sein. Wie dunkel wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe? Sie wäre so dunkel, als gäbe es auch keine Virginia. Es gäbe keinen Glauben, keine Poesie, gar nichts, was das Leben erst erträglich machte. Ein Flackerrest an sichtbarem Schönen bliebe übrig. Aber das ewige Licht der Kindheit, das die Welt erfüllt, müsste verlöschen. Es gibt einen Weihnachtsmann, sonst könntest du auch den Märchen nicht glauben. Gewiss, du könntest deinen Papa bitten, er solle am Heiligabend Leute ausschicken, den Weihnachtsmann zu fangen. Und keiner von ihnen würde den Weihnachtsmann zu Gesicht bekommen. Aber was würde das schon beweisen? Kein Mensch sieht ihn einfach so. Das beweist gar nichts. Die wichtigsten Dinge bleiben meistens Kindern und Erwachsenen unsichtbar. Die Elfen zum Beispiel, wenn sie auf Mondwiesen tanzen, trotzdem gibt es sie. All die Wunder zu denken, geschweige sie zu sehen, das vermag nicht der Klügste auf der Welt. Virginia, was du auch siehst, du siehst nie alles. Du kannst ein Kaleidoskop aufbrechen und nach den schönen Farbfiguren suchen. Du wirst einige bunte Scherben finden, nichts weiter. Warum? Weil es einen Schleier gibt, der die wahre Welt verhüllt. Einen Schleier, den nicht einmal die größte Gewalt auf der Welt zerreißen kann. Nur Glaube und Poesie und Liebe können ihn lüften. Dann werden die Schönheit und die Herrlichkeit dahinter auf einmal zu erkennen sein. Ist das auch wahr? Kannst du fragen. Virginia, nichts auf der Welt ist wahrer und nichts beständiger. Der Weihnachtsmann lebt und er wird ewig leben. In 1000 Jahren, Virginia, nein, noch in 10 mal 10.000 Jahren wird er fortfahren, das Herz der Kindheit zu erfreuen. Frohe Weihnacht, Virginia, dein Francis Church.